Hallo und herzlich willkommen. Wir sind das Team von Geoclock und ich bin Tim. Ich bin Lukas. Ich bin Jan. Ich bin der Kilian. Und ich bin der Jonas. Ich bin Sebastian. Ich bin der Angelo. Ich bin der Aljoscha. Und ich bin die Maria. Und gemeinsam stellen wir euch heute Geoclock vor. Mehr dazu erzählt euch jetzt Lukas. Und man kennt denn das Problem, dass wenn man im Zug ist und zum Beispiel irgendwie schlafen möchte, dass man dann Angst hat, zu spät zur Haltestelle wieder aufzustehen und die verpasst. Bei denen es so ist, die können sich gerne mal melden. Dieses Problem haben wir mit unserer Geoclock, wollen wir das beheben, und mehr dazu erzählt euch Angelo. Also unser Wecker, der ist nicht auf Zeit basiert, also bei einem normalen Wecker stellt man ja ein, dass man so 16.45 Uhr aufgeweckt werden will. Bei unserem Wecker stellt man ein, dass man in Augsburg aufgeweckt wird. So kann man nicht zu spät oder zu früh im Zug aufgeweckt werden. Wir haben jetzt eine App programmiert und eine Webseite gemacht. Mehr zur App erzählt euch Jonas. Oh Mann, wo ist das Handy? Fehl mal die Kamera. Erzähl, was das ist. Ja, wir haben ein Willkommenbildschirm gemacht. Da kann man direkt einen Wecker erstellen oder die Hilfe aufrufen. Dann haben wir ein Menü gemacht für den neuen Wecker extra nochmal, dass man das auch immer findet. Und da kann man dann per Einbindung von OpenStreetMap den Standort auswählen, wo man dann geweckt werden will. Und dann haben wir noch eine Hilfe gemacht, wo quasi einem die App erklärt wird und wie man die benutzt. Und dann haben wir noch ein paar zusätzliche Einstellungen gemacht, wie zum Beispiel, ob es während dem Klingeln auch vibrieren soll, ob es dann den Klingelton änderbar machen, und um das Ganze zu testen. Jetzt zur Web-App. Also wir haben auch noch eine Web-App für die Apple-User erstellt. Dafür mussten wir HTML und JavaScript lernen. Also oben haben wir eine kleine Beschreibung gemacht. Dann darunter gibt's dann das kleine, das Jugendhack-Logo. Dann haben wir halt noch die Features aufgelistet, Dann haben wir eine Karte genommen, dann haben wir die OpenStreet-Karte genommen, wo man dann daneben auf dem Suchfeld seinen Ort eingeben kann. Wo man dann seinen Zielort auswählen kann, dann drückt man dann auf Suchen, dann kommt man dann automatisch auf der Karte zum Rathaus, und wenn man dann angekommen ist, kommt dann ein Weckton sozusagen. Also der Ton kommt jetzt nicht. Ja. Das war unser Projekt Geoclock. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn es noch Fragen gibt, können Sie uns persönlich später nochmal ausfragen.
Vielen Dank an die Gruppe GeoClock. Ich würde vorschlagen, auch wenn es leider nicht auf dem Beamer sichtbar war, im Stream hat man es übrigens perfekt gesehen, das Kamerabild. Also das Internet hat es gesehen, nur wir hier leider nicht. Aber wir sind ja alle in einem Raum. Fragen Sie gerne die Teilnehmer nachher nochmal, ob sie sich die App angucken können. Die zeigen das sicher auf jeden Fall sehr gerne nochmal.